So, und da geht's auch schon weiter mit Super Mario Galaxy und ja, zur nächsten krassen Aufgabe, den Tempokomet in der Glasstrandgalaxie. Es ist neben dem Risikokometen der Phantomgalaxie, glaube ich, der zweite Kometenstern, der von vielen gefürchtet wird. Denn das ist krass, was hier abgeht. Das ist richtig krass. Ihr seht es ja schon, es ist dieser Stern. Wo diese ganzen Wumms und Steinblöcke mit rasender Geschwindigkeit runterfallen. Und natürlich haben wir auch das Zeitlimit. Ach nee, wir haben. Ach nee, okay. Ach so, ich dachte, es wäre auf Zeitlimit. Okay, dann ist ja alles okay. Dann habe ich ja nichts gesagt. Gut, wie gesagt, man sollte es einfach nur ruhig angehen. Und immer schön gucken, wo wir landen dürfen. Wow. Wow, ich wäre schon einen zu wenig gegangen. Wäre ich. Okay, es passt ja nochmal. So, dann dürfen wir da absteigen. So, und der kommt doch bestimmt gleich zurück, oder? Oh, da kommt er nicht. Dann hole ich ihn ein. Der geht einmal rum. Alles klar. Okay, so, da kommt er nicht hin. Ich habe auch schon gesehen, wo ich hingehen darf. Mich hier. Darf ich landen? So, das Leben nehme ich mit. Wow, das war knapp. So, beim Block weiß ich auch, dass ich sicher bin. Genau. Wie auch immer das funktioniert. Nochmal ganz schön knapp gegen Ende, aber es ist gut gegangen. Ja, also den habe ich jetzt sogar tatsächlich first tried. Ja, also wie gesagt, der ist eigentlich sogar angenehmer. Ich habe den, glaube ich, tatsächlich sogar, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich das vielleicht auch noch falsch in Erinnerung. Also eigentlich fand ich ihn jetzt nicht so schwer. Okay, damit fehlen noch 5. Der Countdown läuft. Es sind nur noch 5 Sterne zu den 100%. Noch 5 Stück. Und ich glaube, das sind tatsächlich nur noch alles lila Kometen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich darüber so richtig freue. Die ist in meinem Wortklang zu vernehmen, die Freude. Okay. Hier direkt oder. Ah, nee. Ach, nee, da fehlt tatsächlich auch noch ein anderer. Okay, dann mache ich den erst in der Spielzeuggalaxie. Spielzeugschlachtgalaxie. Genau. Oh Gott, und ich sehe auch schon, das ist auch eine schwierige Aufgabe. Aber gut, dann mache ich die jetzt, dann habe ich sie fair hinter mir. Ihr wisst ja noch, was wir im vorletzten Part gemacht haben, ne? Mit den lila Münzen auf dem Mario. Ich glaube, sowas in der Art dürfen wir jetzt noch einmal machen. Also insgesamt dreimal dieselbe Aufgabe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da genau auf mich wartet. Aber ich meine, es wird heftig sein. Wir werden es sehen. Aber diese Spielzeug-Schachtel-Galaxie, die ist echt krass. Also ist vielleicht mit einer der krassesten des Spiels. Wenn ich das so sehe. Okay, Anflug auf Tempokomet. Okay, Tempomodus, Umdrehböden. Genau. Ach nee, das ist aber die tatsächlich. Okay, ja gut. Ja gut. Ja gut. ja gut, nee. Der Geheimstern ist das tatsächlich. Na gut, ne? Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das wird nicht ohne werden. Also das ist am Anfang noch relativ okay. Und dann muss ich schauen. Wenn die sich jetzt in Highspeed mal bewegen, das wird nicht ohne werden. Vor allem ja auch diese Schiebeböden. Na, wobei. Hab ich mich erschrocken, ey. Ne, wobei ich sehe gerade, tatsächlich sind es nur diese Dinger da, die Steinblockviecher. Diese bewegenden tun sogar nichts, was ich erst dachte. Ist das jetzt sogar gar nicht mal, doch gar nicht so schwer. Gut, das wird jetzt natürlich nochmal krass werden. Das wird natürlich jetzt auch nochmal krass werden.
Ja, soll mir recht sein, dass ich den nochmal hier ausgetätigt habe. So. So. Dann gehen wir da lang. Das war nur die Abkürzung. Doch, doch, die bewegen sich auch schneller tatsächlich. Die bewegen sich tatsächlich auch schneller. Schade, schade, aber die bewegen sich auch schneller. Die bewegen sich auch schneller. Wäre auch zu schön gewesen, wenn sie sich nicht schneller bewegen würden. So, aber ich glaube, wir sind ja gleich da. Ich glaube, nur noch da muss ich hin. Puh. Autsch. Haha, war das nicht mal trickreich? Okay, da ist der Stern. Ich habe das Gefühl, die habe ich jetzt. Bleiben die jetzt stehen oder bewegen die sich noch? Okay, die bleiben stehen, die hier. Na, wobei, hat gepasst. Hat gepasst. Da hatte ich mal mehr Angst vor dem Stern, als es tatsächlich war. Okay, damit wäre auch die Spielzeuggalaxie, Spielzeugschachtelgalaxie, das denke ich auch, vergesse ich auch jedes Mal, abgeschlossen. Und es fehlen nur noch vier. Boah, und das sind jetzt tatsächlich alles nur noch lila Kometen, glaube ich. Ja, müssten nur noch jetzt lila Kometen sein. Jo. Also da ist noch eine und da sind auch noch... Ja, es sind jetzt nur noch lila Kometen, die noch fehlen. Und da ist keine. Okay. Also Küche oder Loft? Küche. Dann geht's nochmal in die Küche auf. Dann sind wir hier mit der auch durch, wenn ich das so sehe. Gucke ich gleich nochmal. Boah, dieses ständige Hin- und Hergerenne hier. Weil ich habe den Part vorhin gestartet mit dem Stern da. Mit diesem Eintempo-Kometen. Und jetzt darf ich schon wieder zurück in die Küche gehen. Boah, das ist ein Hin- und Hergerenne hier. Meine Güte, Herrschaftszeiten. Aber bald ist es ja geschafft. Okay, das war die Phantomgalaxie. Okay. Das war tatsächlich die Phantomgalaxie. Okay. Wären wir mit der sogar tatsächlich dann auch fertig. Oh, wo wir im letzten Part diesen geilen Boss da erledigt haben. Aber okay. Lila Kometen. Im Schweberaum. Okay. Wird das eine krasse Aufgabe oder wird das eine einfache Aufgabe? Das sieht mit einer krassen Aufgabe aus. Oh ja, das ist eine sehr krasse Aufgabe. Ja, ich darf das wieder auf Zeit machen. Und ich glaube, ich muss tatsächlich alle einsammeln hier. So, erstmal den 6-Leben-Pilz hier, der kann mir sehr gut helfen. Ja, ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll tatsächlich hier. Aber wir haben schon gute 40 ungefähr. Also für die Hälfte haben wir schon. Ja, ich habe mich jetzt absichtlich getroffen tatsächlich. Boah, ist das krass hier. Leben ist gut. Oh oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ja, aber jetzt den Stern. Den kriege ich doch nicht mehr. Oh doch! Alter, was war das denn jetzt? Warum war ich auf einmal da? Das kam so, als wäre ich durch so ein Fleischteil geglitscht. Also ich glaube, das muss ich mir im Video dann nochmal ansehen. Aber nimm ich so mit. Nimm ich natürlich so mit. Aber den habe ich schon nicht abgehakt? Habe ich falsch abgehakt? In der Herbstwaldgalaxie habe ich nicht abgehakt. Auch nicht schlecht. Ja, das ging schnell. Das finde ich gut. Wenn wir die letzten jetzt noch so schnell zusammenbekommen, finde ich gut. Finde ich gut. Und lass mich raten, jetzt habe ich wieder zur Loft. Jetzt soll ich wieder zur Loft gehen. Boah, ist das ein Hin- und Hergerenne. Alter Verwalter. Herrschaftszeiten, sage ich dazu mal. Und wie ich mich da noch hochgerettet habe. So. Ich weiß, dass ich nämlich hier schneller hochkomme. Naja, mehr oder weniger. Ich glaube, ich aktiviere mal noch den da oben, glaube ich. Das ist nämlich nochmal so eine Abkürzung, die ich nochmal betätigen könnte.
Eventuell nehme ich da auf der Rückseite, glaube ich. Die aktiviere ich dann auch nochmal eben schnell in einem. Wobei ich glaube, dieser rote lila Münzstein, der könnte wieder heftig werden. Wirklich heftig werden. Wobei ich, wie gesagt, das sich nur nicht verstehe, wie ich das geschafft habe. Okay, ja genau, zur Garage führt der. Okay, na gut, ob das tatsächlich eine Abkürzung ist, ich weiß es nicht, aber... naja. Hi Luigi. Tschüss Luigi. Okay. Okay, 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 okay. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. In der Loft. Ah, an der Höllenverlies-Galaxie. Okay, hab ich nicht erwartet. An der Höllenverlies-Galaxie ist es. Okay. Alles klar, dann schauen wir mal, was da so auf mich wartet. Lila Münzen auf dem Geisterschiff. Das könnte auch, glaube ich, tatsächlich wieder mit Zeit sein, ne? Das könnte tatsächlich auch wieder mit Zeit sein. Weil die sind ja alle auf einem Fleck. Oder? Kein Zeitlimit? Tatsächlich kein Zeitlimit, weil das hört man ja immer in der Musik. Nö, kein Zeitlimit, alles klar. Kamera darf sich nicht sehen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier was ist. Wer hätte gedacht, dass hier ein Geisterschiff ist? Wenn sich hier Geister rumtreiben, würde ich sie austreiben. Oder das sind hier keine. Ah ja, ist klar, Captain Toad, als ob du Geister austreiben würdest. Das, was ich von deinem Spiel gesehen habe, welches sich der Captain Toad Treasure Tracker nennt, sieht mir das wenig aus, als ob du Geister vertreiben würdest. Aber alles, aber okay, wie du meinst. Okay, die sind hier bestimmt alle kreuz und quer verteilt. Die konnte ich jetzt nur durch den Schatten sehen. Okay. Das ist auch eine, alles klar. Das sind auch nochmal zwei. Bestimmt da oben auch eine, vermute ich mal. Tatsächlich. Ich mal dahin. Und dann haben wir schon mal 14. 15. 14, 15, 15, 14. Ja, gehe ich mal auf das Schiff hoch. Da sind ja ein paar einfacher zu sammeln. Ja, mach keinen Wirbelangriff, Mario. Das musst du ja nicht machen. Ne, musst du ja nicht machen. Musst du ja nicht. Diese Musik, ey. Diese bedrohliche Musik. Ich meine Angst. Naja, nicht wirklich. So, und da sind auch welche. Wahrscheinlich... Ja doch, die kriege ich aber, die da ganz oben. Dafür brauche ich schon die Stange hier. Genauso. Naja, es scheint mal wieder auch recht chillig tatsächlich zu sein. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wie ich an die da rankommen soll. Um lila Münzen in der Ferne aufzusammeln, musst du einen Hechtsprung machen, oder? Nee. Boah, wie bist du nur darauf gekommen, Toad? Boah, da wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ein Hechtsprung mit Wirbeldreher. So, hier gibt es natürlich keinen Kupferpanzer. Das wäre auch zu schön gewesen, dass hier ein Kupferpanzer wäre. Aber gut, die sind auch recht einfach tatsächlich einzusammeln. Das ist auch einer. Ist auch eine, gut zu wissen. Hätte ich vielleicht sogar übersehen. Vielleicht hätte ich die übersehen. So, dann hole ich mir noch die hier auf dem Weg. Dann holen wir uns erstmal wieder Luft. Habe ich da doch noch irgendwo eine gesehen? Ja, ich wusste es doch. Ich habe mich da meinen Blick nicht getäuscht. Hat sich doch, es waren sogar drei. Ja, das ist gut. Ach, diese coole Schwimmsteuerung. Diese richtig coole Schwimmsteuerung. Diese wunderschöne Schwimmsteuerung. Die ist ein Traum, sage ich euch. Ein wahnsinniger Traum ist die. Okay, 55. Ja, es wäre mir gelegen, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen, wenn ich die jetzt schnell bekomme, die restlichen 45.
sodass wir eventuell noch, noch einen Stern dann machen könnten. Dann wird es im letzten Part dann wahrscheinlich dann soweit sein, dass wir alle Lila und generell alle Sterne dann haben. Okay. Damit wären wir bei 61. Da sind auch noch ein paar. Müssen wir mal gucken. Ach so, ja gut, das könnte ich tatsächlich sogar machen, tatsächlich mit Wandsprung. Das ist eine sehr gute Idee, auf die du mich da gebracht hast, Mario. Ich werde aber, dass du da hochgehst. Das ist aber eine sehr gute Idee, die du mich da gebracht hast mit dem Wandsprung. Tatsächlich ist das eine sehr gute Idee, die du mich da gebracht hast. Vielen Dank dafür. Ich habe auch irgendwie die Sorge, dass da irgendwie in den Kisten eine ist. Ah, na gut. Dann hole ich eben da nochmal eine. Wenn ich die hier auch gerade sehe. Ich habe gesagt, dass ich diese Schuhsteuerung so sehr liebe. Okay. Ah, 72. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Wo willst du hin? Schwimmen? Einfach geradeaus schwimmen. Nichts anderes. Nur geradeaus schwimmen. So. Komme ich an die drei da dran? Wahrscheinlich auch mit drei Sprung. Ja. Es wird zwar ein bisschen nervig, aber das geht auch. So, fehlen noch 22. Wo gibt's denn die? So, eigentlich... So langsam würde ich fast sagen, ich habe alle. Also zumindest sehe ich auf den ersten Blick keine mehr. Da ist noch eine. Habe ich vergessen. Alles klar. Bei zwei weiß ich ja noch. Aber wo ich noch keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. So, ja gut, da sind noch ein paar, die ich vergessen habe. Ach, guck an, da ist auch noch eine. Da sind auch noch hier hinten, das sind auch noch welche wahrscheinlich. Die hole ich mir dann gleich. Werde ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwie an die da dran komme. Feuer ausmachen. Das böse Feuer da. Ja, aber da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich an diese... denn an die drankommen soll. Ja gut, das geht ja noch einigermaßen, aber hier... Ah, okay, mit Wandsprung, alles klar. Ach, da oben sehe ich auch noch, habe ich auch gerade noch einen im Augenwinkel gesehen. Boah, wie kreuz und quer verteilt die hier sind. Da oben. Habe ich durch dieses Gewächs da nicht gesehen. Ansonsten... finde ich keine mehr hier. Dann will ich mal hoffen, dass die 13 übrigen jetzt noch da sind. Also da sehe ich auf jeden Fall noch zwei und die eine. Dann fehlen mir noch 10. Gut, möglich ist es, dass die auch hier noch versteckt sind. Okay. Was haben wir da unten? Was ist hier unten so Feines? Oh, okay, die sind tatsächlich hier unten. Und eine mega, hyper Ekelsqualle ist hier. Ja, die lasse ich lieber mal in Ruhe. Weil ich habe keine Lust auf Spielchen mit dir. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Hätten sie hier nicht noch einen Kuba-Panzer hinsetzen können? Naja, egal. Aber ich denke mal, das sind alle restlichen, die mir hier noch fehlen. Gehe ich mal stark von aus. 98, 99 und da ist die 100. Wunderbar. Gut. Ja, komm, dann machen wir noch einen. Dann ist im letzten Part, ist es dann soweit. Dann ist es angebrochen. Dann werden wir die letzten Sterne einsammeln. Gehe ich mal stark von aus. Weil ich glaube, dann fehlen uns nur noch 3 Stück. Und die werden wir dann im nächsten Part einsammeln. Aber einen mache ich jetzt noch.
Weil, ja, komm, den kriegen wir noch runter. Den kriege ich noch runter. Den einen letzten für diesen Part heute. Puh, ist ja eine ganz schöne krasse Sache hier. Eine ganz schöne krasse Sache. Eine ganz schöne krasse Sache. Gut. Lass mich raten, ich darf wieder zur Küche rennen, ne? Komm schon, kleiner schwarzer Lumme. Ach, uns fehlen sogar nur noch zwei. Okay. Hm. 119, 120. Uns fehlen noch zwei. Hm, ich glaube, dann werde ich tatsächlich doch den Part jetzt beenden. Genau, es fehlen nur noch zwei. Einmal in der Kanonenflotte und einmal in der Geister, in der Glasstrand. Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt schon Schluss. Im nächsten Part sammeln wir die letzten zwei noch ein. Alles klar. Gut, dann schönen Tag noch und bis zum nächsten Part von Super Mario Galaxy. Bis dann und tschüss, euer Jake.